Hallo bei Eifel 3TV. Schösch und Kalli von Plattgekalt sind wieder zu Gast in der Backstube von Brotsache, der Steinofenbäckerei von Alexander Theissen in Mützenich. Und die liegt direkt in der Nachbarschaft vom Fußballplatz, der inzwischen immer seltener genutzt wird. Unsere beiden Mundartexperten machen sich auch dazu ihre Gedanken. Tag zusammen! Tag Kalli! Hallo Schösch! Aus der Steinofenbackstube Brotsache! Melden wir uns heute ganz hier weg. Ist Alex am Backen? Ja, ich bin die Schette hier strenger gesehen. Da hätte ich. Tag zusammen! Tag Bäckermeister! Da Alex! Wie schaut gut soweit. Wir kommen parat. Sehr gut. Kannst du uns erzählen, was du da für Sorte machst und woraus ein Sort besteht? Ich bin gerade vorbereiten für unser Weizenmischbrot, was es morgen unter anderem gibt. Da ist halt Weizen drin, ein bisschen Roggen, Sauerteig, ein bisschen Salz und ein Wasser und noch so ein paar Kleinigkeiten, die ich dann aber lieber für mich behalte. Und da gibt es unser leckeres Weizenmischbrot raus. Geil. Aber unter anderem habe ich halt noch unser Roggenmischbrot, weil ihr ja schon kennt. Ja. Und es gibt noch ein leckeres Dinkelbrot und es gibt noch ein leckeres Saatenbrot mit verschiedenen Körnersorten drin. Ganz sehr lecker. Wann kriegst du das da alle hier? Ich bin in meinem Reich, ich bin gerne hier und es wird es in der nächsten Zeit alles geben. Dafür werde ich schon sorgen. Du hast das Hobby zum Beruf gemacht. Absolut. Oder den Beruf zum Hobby. So. Ganz genau so ist es. Der Beruf zum Hobby. Ja, das ist genau. Genau, und da bin ich gerade dran, da bin ich doch morgen oder was Leckeres. Ja. Optimal. Gut, dann. Da will ich mir die schon nicht lange aufhalten. So ich lasse mich von euch gerne aufhalten. Nicht, dass die Lücke morgen eine Stunde um die Tickle Brot, weil dann sind die dann ja der Woche die zwei schuld. Das die haben wir ja auf keinen Fall. Wird bald wieder aussehen. Ja, hier ist alles gut. Gut, dann wieder. Ich noch mal jetzt. Bis später. Alles klar. Bis später. Ja. Was geht jetzt alles Neues? Ich hab hier stehen, sind wir uns so rausgekickt. Ja. Das ist doch hinter der Mützen hier Sportplatz. Ja, oder? Hier oben ist mal das Altvehikel, der Jodeplatz ist hier oben. Der ist da oben. Ja. Hast du dann das letzte Spiel beim TuS Mützen nicht gesehen? Nee, leider nicht. Da hatte ich wieder Angst zu tun. Aber das war ja angenommen, ne? Ja. Ihr fühlt das letzte Heimspiel von einer Ehemannschaft vom TuS Mützenich. Ja, aber das war abzusehen, dass das irgendwann könnte. Aber dass die Dörper, die sich früher zerfleischt haben, dass die sich jetzt alle mal zusammen tun und eh eine Mannschaft in die, machen. In die neue Spielgemeinschaft, ne? Ja, eine Spielgemeinschaft. Das existiert doch bis jetzt schon. Spielgemeinschaft Garte Habeck, Höfen, Rohren, die existiert halt. Und Mützenich gehört demnächst auch noch mit dabei. Höfen, Garte Habeck dabei? Ja. Da war ja, ach, da könnte man ja Bösch drüber schreiben und Storys erzählen und. Da wurde sich gezängt und da wurde gebrüllt und. Aber möchtest du nicht gerne haben, statt war er auch kein Engel. Nein. Also war auch von Bild zu sehen. Ich kann mich erinnern, da war ich als Zuschauer, war unser erster Kerl, da habe ich gekickt. Der Glöwig hatte der neuere Sportplatz. Der neue Platz. Der war noch nicht da und da haben wir uns für Mützenicher Fans, fremdgeschampt. Also, ich will doch ja keinen Namen nennen, um das Willen. Ne? Was da alles auf das Tapet kommen. Ja. Und wir waren immer schuld, alles, der Schiedsrichter. Der Schiedsrichter, immer. Ich weiß nicht, ob es Kningskal die Tour war, oder jetzt wer auch immer, oder Friedhelm Hausfall war Hupenbruch. Der Kningskal, das war auch ein Unikum. Das war ja ein Original. Ja, das Original. Aber da, was du siehst, letzte Heimspiel war der Ehemannschaft, das war glücklich, besonders war ein paar Ältere. Die noch leer war im Verein, wie nennt man das? Herzbrennend, Wehmut oder so. Ja. Ob jeder Fall
ein ganz schreue Vögel. Ja, ja. Also die letzte Ehemannschaft. Ja, 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 vor allen Dingen, man weiß ja nicht, wo das alles hingeht. Ja. Wo das am Ende ist. Ja. Irgendwann geht das vielleicht, wenn noch eine Mannschaft nur noch Monja und so ist. Womöglich. Da ja. werden die Dörfer ja nicht mehr abgezahlt. Und die andere Monja, die Tura und der FC 21, Ömschenbruch, ja. Die haben auch ein Spiel gemeint. Jetzt zusammen. Ja. Die Kunzer, die. Die sind ja allein, ja, die sind ja im Bezirksglas. Die will ja noch besser werden. Ja, und die sind mit Eschen. Ne? Mit Eschen, da hatte die sowieso der ja mit allem immer. Der wäre hätte die auch die Straße hier, oder? Ja, das ist doch logisch, dass die. Und dann mit Bürgersteig, da können die ja bis da laufen, die hat waren. Ihre und Klasse. Mit dem Radweg da dran, der wäre ja ist das ja, ja, alles, ja. Ja, könnte sich dort ja öffnen. Ja. Ja, so sind die Zeiten, aber. Ja. Vereinsarbeit an sich, auch Angervereine, Angerbereich, das wird nicht einfach. Nee, nee, nee. Und da muss man eben als Dorf auch sagen, so, das ist mir noch, auch wenn es da höher wird oder geht, aber. Ja. Ja, und man hat ja noch Nüsse geholt. Nein. Schlüpfst du vor 30 schon. Man. Ja. Die alten Zeiten sind vorbei. Notgedrungen ist, das muss das sein. Da kriegt ihr auch. Der Grenzüberjagen, Höhe auf Mölle, ne? Grenzüberjagen, Höhe von Galter Habe, kriegt ja eine ganz andere Bedeutung. Ja, und wenn uns irgendwann vielleicht die Talsperre abgestockt wird, dann machen die vielleicht auch einen Brück da irgendwo, eine größere Brücke. Ja, und dann können sie sich da ein Pätschel laufen. Genau. Herrlich. Gut, wunderbar. Da haben wir uns drauf gekalt. Ja. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja. Lev Lückscher, Vereifel 3 TV. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.